Ja, liebe Heidelberger und liebe Heidelberger, wir haben momentan die Situation, dass in Heidelberg in etwa 60 Corona-Patienten festgestellt worden sind, die meisten nicht in einer intensiven Behandlung. Das ist schon mal sehr positiv. Das heißt, wir können die Situation momentan noch sehr gut managen in den Krankenhäusern. Aber wir erwarten für nächste Woche und übernächste Woche deutlich weiterhin steigende Zahlen. Das ist unser grundsätzliches Problem. Deswegen nehmen Sie das auch bitte ernst. Die Bundesregierung hat gesagt, sie wird jetzt am Wochenende entscheiden, wie möglicherweise auch eine Ausgangssperre verhängt werden muss in Deutschland, wenn die Zahlen jetzt zu stark steigen. Und das hat etwas damit zu tun, wie wir unseren Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung zu verhindern, indem wir zu Hause bleiben, indem wir soziale Kontakte so weit wie irgend möglich unterbinden. Nein, nicht im digitalen Bereich oder durch Telefone, das ist immer super, sondern durch physisches Treffen, also einfach ein direktes Treffen von Menschen, auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, möglichst unterlassen. Das wäre meine große Bitte. Ein anderer Punkt ist mir auch sehr wichtig. Es herrscht in manchen Supermärkten, bei uns in den meisten Fällen nicht, aber doch an dem einen oder anderen Bereich ein Gedränge, weil man der Meinung ist, man bekommt jetzt kein Gemüse oder vielleicht auch andere Sachen nicht. Das ist bei uns in Deutschland wirklich nicht das Problem. Dafür ist immer gesorgt, für Nachschub ist gesorgt. Das ist nicht das Problem, was wir haben. Wir müssen diese direkte Körpernähe vermeiden. Deswegen halten Sie Abstand auch im Supermarkt. Machen Sie es ruhig. Sie kriegen Ihre Waren.